Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Vortrag »Ein Virus bringt die Weltwirtschaft durcheinander. Wie geht es nach Corona weiter?« Mein Name ist Gerald Mann, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM-Hochschule hier in München. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass die Wissenschaftstage wieder stattfinden, weil wir auch über einen langen Zeitraum immer Partner der Wissenschaftstage gewesen sind. Ja, ein Thema, bei dem ich gleich mal vorausschicken darf, dass man es ja noch gar nicht abschließend alles beurteilen kann. Es werden heute noch über die Weltwirtschaftskrise und erst recht über die Finanzkrise vor 12 Jahren Dissertationen geschrieben. Aber ich denke, dass ich Ihnen schon ein vertieftes Verständnis, was diese Krise bedeutet und was sich daraus ableiten lässt für den Weg heraus, mitgeben kann. Was erwartet Sie in diesem Vortrag? Wir schauen uns einmal die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise an, beleuchten das ökonomisch. Wir schauen uns die staatlichen Stützungen an, wir schauen uns die geldpolitischen Stützungen an, die es gegeben hat, und über die Folgen der Corona-Krise, auch jetzt, wenn wir uns da wieder heraus weiterentwickeln. Es ist ja immer so, dass sich alles weiterentwickelt, nichts ist statisch und natürlich wird die Corona-Krise zukünftige Entwicklungspfade verändern, das ist auch klar. Erstmal zum tieferen Verständnis muss man sehen, dass zum Beispiel im Gegensatz zur Weltwirtschaftskrise oder zur Finanzkrise Corona etwas war, wo ein Angebots- und ein Nachfrageschock gleichzeitig zusammengekommen sind. Einmal, die Unternehmen konnten teilweise nicht produzieren. Wer sich erinnert, weiß, dass im letzten Jahr Autoproduktion mal für einige Wochen heruntergefahren wurde und Ähnliches. Das heißt, man konnte nicht produzieren. Restaurants, Hotels waren aufgrund von behördlichen Auflagen schlichtweg gehindert, ihre Leistung zu erbringen. Das heißt, hier wurde volkswirtschaftlich betrachtet kein Angebot erstellt. Und gleichzeitig gab es auch auf der Nachfrageseite einen Schock. Haushalte durften zum Beispiel nicht konsumieren oder wollten wegen der Lage auch nicht konsumieren. Und das ist wirklich das Besondere an dieser Corona-Krise. Wenn Sie die Weltwirtschaftskrise vor 90 Jahren nehmen, dann war es so, dass schlichtweg die Nachfrage fehlte. Die Unternehmen hätten produzieren können und wollen, aber es fehlte die Nachfrage. Und auch in der Finanzkrise, die wir ja alle noch so auf dem Schirm haben, war es so, dass eben die Nachfrage einbrach, aber es gab nicht ein angebotsseitiges Problem. Das ist also die Besonderheit. Wenn man jetzt mal diese Krise vergleicht mit dem, was vorher war. Dann sehen Sie jeweils die roten Balken. Das ist das Wachstum der Weltwirtschaft. Und wenn diese Balken über der Nulllinie sind, dann wächst die Weltwirtschaft. Und wenn der Balken nach unten geht, dann schrumpft die Weltwirtschaft. Und jetzt sehen Sie schon, um 1930 haben wir die große Depression, dann den Zweiten Weltkrieg, wo natürlich die Wirtschaftsleistung auch kriegsbedingt einbricht. Und wir sehen, dass in der Finanzkrise 2009 es keinen großen Einbruch gegeben hat. In Deutschland ja. Für Deutschland hat man damals gesagt, das ist der stärkste Einbruch der Wirtschaftsleistung in Friedenszeiten seit der Weltwirtschaftskrise. Man kann jetzt sagen, dass der Einbruch durch Corona in etwa gleich hoch war. Für die Weltwirtschaft ist es aber so, dass die Corona-Krise eine viel stärkere Spur hinterlässt als die Finanzkrise vor 12 Jahren. Das kann man ganz klar so feststellen. Jetzt mal zu den Zahlen näher. Sie sehen hier die
Weltwirtschaft etwa minus 3% im letzten Jahr, die Eurozone minus 6,5%, Deutschland liegt in etwa bei minus 5% und dieses Jahr wieder ein kräftiges Wachstum. China ist im letzten Jahr nicht geschrumpft, aber hatte einen deutlichen Einbruch beim Wachstum. Das sind für 2021 alles noch vorläufige Zahlen und auch die 2020er Zahlen werden noch korrigiert werden. Im nächsten Jahr rechnet man weiterhin mit Wachstum weltweit, aber natürlich auf einem geringeren Niveau als jetzt, denn Sie müssen sich diese Krise so ein bisschen so vorstellen, Sie nehmen einen Ball, werfen ihn auf den Boden und er springt dann natürlich, wenn es ein Ball ist, der eine entsprechende Federkraft hat, wieder zurück. Das ist das, was wir jetzt erleben. Also hier dieser Einbruch und jetzt eben eine entsprechende Erholung. Das ist auch soweit nicht überraschend. Es war schon im letzten Jahr klar, wenn die Corona-Beschränkungen fallen, wird sich die Weltwirtschaft erholen. Da hat man allerdings noch nicht damit gerechnet, dass es dann so, sagen wir mal, so Bremseffekte gibt, wie plötzlichen Arbeitskräftemangel, Rohstoffmangel und Ähnliches. Wenn wir uns die Frage stellen, wie groß ist denn jetzt eigentlich der Schaden, der entstanden ist, dann kann man nehmen den Rückgang im letzten Jahr. Ich gehe mal schnell eine Folie voran und komme dann nochmal zurück. Wir haben im letzten Jahr einen BIP-Verlust von etwa 270 Milliarden Euro in 2020. Die Arbeitslosigkeit ist nach oben gegangen, normalisiert sich aber mittlerweile wieder, geht also auch schon wieder zurück. Wir waren im Dezember 2020 bei einer Quote von 5,9, jetzt im September wieder bei 5,4. Die große Pleitewelle bei Unternehmen ist auch noch nicht eingetreten. Wir hatten letztes Jahr sogar weniger Pleiten. Das ist natürlich überraschend. Wie kann denn es sein, dass in so einem Krisenjahr weniger Unternehmen pleite gehen? Nun, das hatte damit zu tun, dass man die rechtliche Situation, wann ein Unternehmen Insolvenz anmelden muss, natürlich geändert hat und deswegen blieb die Zahl so gering. Wir haben also einen Rückgang von Konsum, Investitionen und auch Exporten. Und jetzt ist aber die Frage, sehen wir damit schon die vollen Kosten? Nun, wenn Sie dieses Schaubild nochmal anschauen, dann merken Sie die graue Linie, die also den Trend von vor 2020 fortsetzen würde. Das wäre die Erwartungshaltung gewesen, wie sich die deutsche Wirtschaft entwickelt, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Dann sehen wir den Absturz und die Erholung. Und man müsste jetzt, wenn man den materiellen Verlust durch Corona, ich betone, es ist nur der materielle Verlust, wie wir ihn im BIP berechnen. Wenn wir den berechnen wollen, dann müssten wir wissen, wann erreicht die rote Linie genau wieder die graue und dann müsste man alles, was an Differenz ist zwischen der grauen Linie und der schwarzen und roten, bis die rote wieder die graue erreicht, das müsste man berechnen und dann hätte man den materiellen Wohlstandsverlust. So müsste man es machen. Will also sagen, das kann man jetzt noch nicht, aber ich glaube, die 270 Milliarden des letzten Jahres durch den Wirtschaftseinbruch, das ist schon eine deutliche Ansage, dass es da um sehr viel an nicht erwirtschaftetem materiellen Wohlstand geht. Und jetzt kommen wir gleich zu einer Schwäche der BIP-Berechnung. Wenn ein privates Unternehmen weniger Umsatz macht, dann ist klar, dass das BIP geringer ausfallen wird. Echt? Jedes Unternehmen trägt zum Bruttoinlandsprodukt bei, also zur gemessenen wirtschaftlichen Leistung. Und wenn weniger Umsatz gemacht wird, ist dieser Beitrag ein geringerer. Für den öffentlichen Sektor verhält sich die Sache aber anders. Da gibt es ja keinen Umsatz. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Polizei versus privater Sicherheitsdienst.
Die Polizei schreibt ja keine Rechnung für ihre Dienstleistung. Also es kann sein, dass sie einen Strafzettel kriegen, aber das ist dann eine Strafe. Aber die schreibt keine Rechnung. Ein privater Sicherheitsdienst, der nachts ein Werksgelände bewacht, der schreibt eine Rechnung an dieses Unternehmen und damit ist seine Sicherheitsleistung Teil des Bruttoinlandsproduktes. Und das, wenn Sie jetzt mal auf den Bildungssektor übertragen, dann ist es in etwa so, dass in Deutschland 5% der Wirtschaftsleistung für Bildung im öffentlichen Sektor ausgegeben wird. Private Institutionen, wie sagen wir jetzt die FOM als private Hochschule, werden dann separat erfasst. Aber im öffentlichen Bereich, von Kindergärten über Schulen bis zu Universitäten, ist es so. Unterstellen wir jetzt, dass nur ein Drittel weniger an Bildungsleistung stattgefunden hat, wäre das eigentlich, wenn man das BIP genau berechnet, nochmal 1,5 Prozentpunkte weniger. Wir hätten also dann nicht minus 5%, sondern sogar minus 6,5%. So rechnen wir aber nicht, weil wir im öffentlichen Sektor sagen, das, was der Staat aufwendet, das ist Teil des BIPs. Wenn der Staat also den Soldaten, die Lehrerin, die Polizistin bezahlt, ist das, was da bezahlt wird, Teil des BIPs. Wenn jetzt also der Lehrer, die Lehrerin, aber eben im letzten Jahr, weil sie nicht konnten, also verstehen Sie, es geht hier nicht um Vorwürfe, sondern es geht um das Verständnis dieser Berechnung, Unterricht nicht stattgefunden hat oder der wesentlich unwirksamer stattgefunden hat, dann schlägt sich das in den BIP-Zahlen nicht nieder. Wenn ein Restaurant geschlossen war, dann schlägt sich das im BIP nieder. Und dieser Unterschied ist wichtig, weil da reden wir nicht über wenig. Und da reden wir nur über die Messung des Wohlstands jetzt. Bei Bildung gibt es ja einen positiven Effekt für die Zukunft. Und Sie alle kennen die Debatten, ich bin kein Pädagoge, ich bin kein Lernpsychologe, aber ich verfolge das natürlich auch, dass man sagt, da gibt es langfristig negative Folgewirkungen. Und die wären selbst mit diesen 1,5 Prozentpunkten zusätzlich eigentlich nicht umfangreich erfasst. Dazu kommen psychosoziale Kosten. Man weiß heute auch aus Studien, dass Lebenserwartung mit positiv natürlich mit Wohlstand korreliert. Das ist jetzt vielleicht auch keine sehr überraschende Relation. Und man weiß, dass wenn Menschen gerade im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter eine Krise erleben, die sie als existenziell wahrnehmen, dann hat das auch Auswirkungen auf Lebenszufriedenheit und so weiter. Das sind alles Kosten, die wir als Ökonomen nur schwer erfassen können, aber wir nehmen als Ökonomen auch wahr, dass es sie gibt. Fazit, soweit mal, Corona-Krise war teuer. Menschenleben, verkürzte Lebenszeit, aber auch verkürzte Lebensqualität. Das ist ja beides. Da gibt es ja auch Debatten drüber, die geführt werden und die auch noch die nächsten Jahre geführt werden. Psychosoziale Folgekosten und Kosten, nicht? Es gibt eigentlich mehr Bedarf an entsprechenden Behandlungen, aber es gibt zu wenig Angebot. Politisch-gesellschaftliche Belastungen, weil natürlich das Ganze nicht von allen gleich wahrgenommen wird und da auch entsprechende Debatten entstehen, die natürlich auch Energien aufsaugen, die wir dann weniger für Zukunftsthemen verwenden können. Und wirtschaftlich-materiell, das ist natürlich unser Kerngebiet, das habe ich auch so dargestellt. Gesamtkosten schwer und noch lange nicht im Ansatz abschließend abschätzbar. Jetzt hat der Staat natürlich kräftig unterstützt, um ein weiteres Absinken der Wirtschaft zu verhindern. Das ist heute auch, ich denke weltweit, aber auch in den westlichen Gesellschaften, das, was die Menschen vom Staat erwarten, dass er dies tut. Und ich habe jetzt hier nur mal alles, was bewilligte Hilfen sind, bis zum Ende des vergangenen Jahres genommen. Und das sind jetzt direkte Hilfszahlungen an Unternehmen, die Sie hier sehen aus Sonderprogramm, KfW und so weiter. Aber wenn man das Ganze mal sehr umfassend nimmt und Kredite, Garantien,
Soforthilfen mit einbezieht, dann geht man für Deutschland davon aus, dass das 1.300 Milliarden sind. Da sind wir dann größenordnungsmäßig bei einem Drittel einer der jährlichen Wirtschaftsleistung, wenn Sie das alles zusammennehmen. Das taucht, wie gesagt, nicht alles im Staatshaushalt auf, wenn das zum Beispiel über die KfW läuft. Sie haben hier auch zum Vergleich mal USA, EU und die, wenn man das mal im Prozent nimmt, und Sie sehen auch Schwellenländer können natürlich entsprechend weniger aufwenden. Hier sind mal Indien und Südafrika, gemessen an der Bevölkerungszahl ist es natürlich weniger. Man geht davon aus, dass weltweit etwa 7,4% der globalen Wirtschaftsleistung an direkten Hilfen und Unterstützungszahlungen durch den Staat gewährt wurde. Und dazu kommen nochmal 6,1%, würde also global etwa 13,5% ausmachen. Für Deutschland geht man jetzt, was das Direkte angeht, von 11% aus, USA 16%. Und man muss für die Zahlen in Europa, ich habe jetzt nicht alle europäischen Länder aufgezählt, noch erwähnen, dass das EU-Programm nochmal 3,8% des EU-BIPs ausmacht. Und das kommt dann obendrauf auf die nationalen Programme. Das Ziel, was damit verbunden war, ist, dass ein noch stärkerer Einbruch der Konjunktur vermieden worden ist. Das kann man sicherlich sagen. Man muss allerdings auch erwähnen, oft können wir uns das nicht leisten. Ja, das muss man auch sagen, weil selbst wenn die Notenbanken, wie wir gleich sehen werden, das Ganze großzügig flankieren, es gibt Grenzen. Es steigt nämlich die Staatsverschuldung an. Das sind mal so Schätzungen, die orangen Balken zeigen, wo die Staatsverschuldung schon war. Und das Rote kommt nochmal oben drauf. Und das ist Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Deutschland hat ja, nachdem unsere Staatsverschuldung durch die Finanzkrise bei über 80% der Wirtschaftsleistung war, es geschafft, bis 2019, also dem Jahr vor Corona, das wieder auf knapp unter 60% zu reduzieren. Aber Sie sehen andere Länder, Japan, Italien, die schon einen sehr hohen Schuldenstand haben und wo jetzt nochmal ein deutlicher Schlag oben drauf kommt. Warum das aktuell kein Problem darstellt, werde ich gleich erklären. Das ist im Zusammenhang mit der Betrachtung der Corona-Krise von großer Bedeutung. Das hat mit den niedrigen Zinsen zu tun. Das werde ich gleich nochmal erläutern. Die Verschuldung steigt also. Wir sehen das hier auch mal im Zeitverlauf. Wir sehen bei Deutschland den Rückgang nach der Finanzkrise, also die zweite Linie von unten, und dann ein Anstieg in 2020. Und dieser Anstieg relativ zum Bruttoinlandsprodukt ist natürlich besonders stark. Warum? Weil die Staatsschulden deutlich nach oben gehen und gleichzeitig die Wirtschaftsleistung absinkt. Und wenn Sie jetzt den Quotient bilden, Staatsverschuldung geteilt durch Bruttoinlandsprodukt, dann haut es Ihnen diese Quote natürlich ganz deutlich nach oben, wenn also die Staatsverschuldung ansteigt und gleichzeitig die Wirtschaftsleistung auch noch sinkt. Und deswegen sehen wir, dass 2021 das schon stabilisiert, obwohl die Staatsverschuldung immer noch stärker ansteigt als vor der Krise, aber jetzt kommt eben die Wirtschaft wieder und das, sagen wir mal, man macht den Quotient dann moderater. Aber die Staaten hätten das so, also zumindest die meisten Staaten, so nicht leisten können, wenn sie nicht Unterstützung der Notenbanken bekommen hätten. Und hier sehen Sie mal für die US-Notenbank, für die Federal Reserve, die Bilanzsumme. Und wir haben hier vor der Finanzkrise eine Bilanzsumme ganz links, die liegt unter einer Billion Dollar. Dann kommt die Finanzkrise und die ganzen
also zusätzlichen Programme für Banken, aber auch der Aufkauf von Staatsanleihen, sodass wir dann auf ja, fast schon in Richtung 5 Billionen kommen. Aber vor Corona fängt die US-Notenbank damit an, das wieder langsam zu normalisieren, also sehr langsam. Und bedingt durch Corona geht es dann in eine ganz andere Richtung. Und jetzt heute sind wir also schon bei über 8 Billionen Dollar, wenn man das nochmal fortsetzt. Das heißt, die Notenbanken unterstützen letztlich die Staaten wie schon vor Corona, aber in der Corona-Krise nochmal verstärkt, indem sie Staatsanleihen aufkaufen und dadurch die Zinsen niedrig halten. Wie sich das auswirkt, habe ich Ihnen hier mal dargestellt für die Eurozone. Sie sehen hier die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank, auch ziemlich moderat, so unter einer Billion Dollar, unter einer Billion Euro, Entschuldigung, vor der Finanzkrise, dann ein deutlicher Anstieg. Dann kommt von Draghi das Whatever it takes. Und obwohl die Finanzkrise schon vorbei ist, steigt die Bilanzsumme der EZB deutlich an, weil es darum geht, die Zinsen niedrig zu halten. Eine gewisse Normalisierung tritt ein, in dem Sinne, dass die Linie nicht mehr weiter steil ansteigt und dann kommt Corona, dann geht es nach oben. Und gleichzeitig die blaue Linie, die Sie sehen, ist die Verzinsung einer 10-jährigen Bundesanleihe, die sinkt. So, und für die zukünftige Wirtschaft, unabhängig von Corona, aber durch Corona nochmal verstärkt wird das wichtig, muss man sich die Frage stellen, was ist denn eigentlich der Zins? Wenn der Zins so deutlich, wie wir das hier sehen, nach unten gedrückt wird, dass Sie also vor 20 Jahren für eine 10-jährige Bundesanleihe noch über 5% Rendite erzielen konnten und jetzt sind wir im negativen Bereich, das heißt, der Finanzminister erhält Geld, wenn er eine Anleihe ausgibt, da muss man ja mal fragen, was ist der Zins? Und der Zins ist der Preis für die zeitweise Überlassung von Geld. Das heißt, er drückt eine Knappheit von Kapital aus, von Geldkapital. Und nach klassischer Überzeugung muss der Nominalzins eigentlich positiv sein, denn die Menschen haben eine Gegenwartspräferenz. Eigentlich muss sogar der Realzins, also unter Einbeziehung der Inflationsrate, positiv sein. Warum? Ihnen ist ein Konsum von 100 Euro heute lieber als ein Konsum von 100 Euro in 10 Jahren. Und diese Gegenwartspräferenz, die wollen Sie entschädigt haben, wenn Sie den Konsum in die Zukunft schieben. Und deswegen wollen Sie einen positiven Realzins haben. Aber dass wir heute sogar negative Nominalzinsen erleben, vom Realzins ganz zu schweigen, dass der Nominalzins negativ ist, das zeigt, hier stimmt etwas nicht, hier läuft etwas schief. Das dürfte so eigentlich nicht sein. Und das hat natürlich genau damit zu tun, dass die Notenbanken ihre Anleiheaufkäufe vorgenommen haben und damit ihre Bilanzsummen deutlich ausgeweitet haben. Es gibt auch noch eine andere Erklärung, zu der ich auch noch mal zurückkomme. Hier haben Sie mal die Bilanzsummen im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt und da sieht man also, dass das Ganze noch mal einen Sprung nach oben macht durch Corona, aber eine Entwicklung ist, die im Grunde seit der Finanzkrise anhält und begonnen hat. Auch wenn wir uns die Wachstumsraten der Geldmenge anschauen, dann ist es hier mal sind es die Jahre vor Corona und wir sehen, die Geldmenge, das sind hier zwei Aggregate dargestellt, M1 und M3, wächst, also wächst auch deutlich stärker als die Wirtschaft. Das heißt, die Geldmenge wird stärker ausgedehnt, als eigentlich das Wirtschaftswachstum stattfindet. Und in Corona-Zeiten geht diese Wachstumsrate nochmal deutlich nach oben. Das heißt also, wie stark wächst die Geldmenge zum Vorjahr? Und dieser Trend, der schon lange anhält,
dass die Geldmenge immer schneller wächst als die Wirtschaftsleistung, das ist in Corona-Zeiten nochmal verstärkt worden. Und jetzt haben wir natürlich aktuell die Debatte, ja, wie ist denn das mit Inflation? Sie haben es ja vielleicht gehört, wenn Sie ein Haus bauen lassen wollen, kostet es heute 20% mehr, als wenn Sie vor einem Jahr einen Vertrag unterschrieben hätten. Und da, wo Baufirmen einen Vertrag unterschrieben haben und jetzt dann irgendwann bauen müssen, versuchen Sie, ob Sie noch nicht noch irgendwie rauskommen. Das kann man denen auch nicht übel nehmen, eigentlich, wenn Sie sich anschauen, wie die Materialien teurer geworden sind und so weiter. Na, aber natürlich muss man Verträge einhalten, aber man sucht halt dann, ob man nicht vielleicht irgendeinen Fehler im Vertrag findet. Und Sie alle spüren es auch, wenn Sie einkaufen gehen. Jetzt haben wir plötzlich eine spürbare Inflation, nicht in allen Bereichen, aber in etlichen Bereichen spüren es ganz normale Leute, dass es so ist. Es gibt im Englischen den schönen Begriff Kitchen Table Economics. Und damit wird im Englischen gemeint, wenn die Familie abends beim Essen zusammensitzt und dann derjenige, der die Einkäufe gemacht hat, erzählt, wie wieder alles teurer geworden ist. Ja, und man geht schon davon aus, dass Inflation im nächsten Jahr in den USA bei den Midterm Elections eine entscheidende Rolle spielen wird. Aber bislang, diese Geldmengenausdehnung vor Corona und dann sogar in der Corona-Zeit hat sich ja nicht in der Inflationsrate niedergeschlagen. Ein Grund, warum die gemessene Inflationsrate dieses Jahr sehr hoch ist und für November vielleicht sogar bei etwa 5% liegen wird, hat ja auch damit zu tun, dass im letzten Jahr es sogar Monate gab, wo das Preisniveau gegenüber dem Vormonat wieder gesunken ist, unter anderem wegen der Reduzierung der Umsatzsteuer im zweiten Halbjahr. Und das verstärkt natürlich diesen Effekt jetzt. Aber warum hat es nicht schon viel früher die steigende Inflationsrate gegeben? Und das hat damit zu tun, dass die Geldmenge zwar deutlich angestiegen ist, aber die Umlaufgeschwindigkeit gesunken ist. Und meine Damen und Herren, für die Frage von Inflation ist einmal die Geldmenge verantwortlich, aber auch die Umlaufgeschwindigkeit. Wie schnell läuft das Geld in der Wirtschaft um? Wenn wir uns das hier schnell mal anschauen, dann sehen Sie jetzt mal ein Beispiel für die USA. Die rote Linie, das ist das Geldmengenaggregat M2. Wie das also in den letzten Jahrzehnten, diese Statistik geht weit zurück, angewachsen ist. Und trotzdem seit den 90er Jahren sinkt die blaue Linie, das ist die Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, das Mehr an Geld, das geschaffen worden ist, zirkuliert langsamer und hat damit eine geringere volkswirtschaftliche Nachfragewirkung. Und das Geld ist sozusagen, man könnte sagen, in Teilen stillgelegt, ja, weil es auf Konten liegt und nicht bewegt wird. Hinzu kommt, die Globalisierung hat Verhandlungsmacht der Gewerkschaften begrenzt. Die Älteren unter Ihnen können sich vielleicht noch an die 70er Jahre erinnern, als wir Tarifabschlüsse hatten, die zweistellig waren, wo die Gewerkschaften gesagt haben, jetzt kommt der Anstieg der Inflationsrate durch die Ölkrisen und die Gewerkschaften haben das durchgesetzt. Warum? Die Unternehmer hatten kaum Möglichkeit, ausweichen zu können. Also, wenn Sie in den 70er Jahren gesagt hätten, als Unternehmer, ich investiere jetzt in Polen, dann hätten die Gewerkschaften lachend auf die Schenkel geklopft und hätten gesagt, die Kommunisten werden dir deine Fabrik schon wegnehmen, wenn du sie aufgebaut hast. Das war also nicht unbedingt die Möglichkeit. So, das heißt, die Arbeitgeberverbände waren auch bereit, dem nachzugeben, haben in der Folge dann natürlich gering qualifizierte Jobs wegfallen lassen, indem sie die durch Maschinen ersetzt haben. Und so ist die Sockelarbeitslosigkeit der 70er Jahre entstanden. In der ersten Ölkrise 1 Million, in der zweiten eine weitere Million. Die Globalisierung hat in den letzten 20 Jahren zu günstigen Importpreisen geführt. Ja, meine Damen und Herren, genau das haben wir jetzt nimmer. Jetzt steigen die Importpreise für vieles und manches ist gar nicht verfügbar.
Und die Geldmengenexpansion hat sich eben nicht bei Artikeln des täglichen Bedarfs oder bei all dem, was in den klassischen Warenkorb reingeht, in dem Maße niedergeschlagen, wie man das von der Geldmengenexpansion erwarten würde, sondern woanders. Zum Beispiel in Aktien- und Immobilienpreisen. Und das ist jetzt das Spannende an dieser Stelle. Die günstigen Importpreise, die sind jetzt nicht mehr da, als Folge auch von Corona. Nicht? Da stellen wir fest, dass die Importpreise deutlich nach oben gehen. Und die Frage, wie sieht es mit der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften aus? Hier könnte sich auch eine Veränderung ergeben, wenn nämlich aufgrund der Corona-Erfahrungen Wertschöpfungsketten verstärkt aus Asien und so weiter zurückgeholt werden, dann stärkt das natürlich die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Und das könnte also bedeuten, dass wir hier eine Veränderung sehen. Ein zweiter Grund, den man beachten sollte, was die Umlaufgeschwindigkeit angeht, ist folgender. Da dreht sich es um Opportunitätskosten. Wenn Sie Geld auf dem Girokonto liegen lassen, weil es sich gar nicht lohnt, es auf ein Sparbuch einzuzahlen, weil Sie nämlich auch dort Nullzinsen kriegen, dann ist es ja wurscht. Das war früher anders. Da haben Sie Geld vom Girokonto genommen und haben es auf ein Tagegeldkonto, auf ein Sparbuch gelegt. Das machen Sie jetzt nicht mehr, weil es gar keinen Unterschied macht. Wir Ökonomen denken ja gerne in Opportunitätskosten. Früher hätten Sie einen Zinsverlust gehabt, wenn die Verzinsung auf dem Girokonto null ist und auf dem Sparbuch oder auf dem Tagegeldkonto 3-4%, dann hätten Sie einen Zinsverlust gehabt, wenn Sie Geld auf dem Girokonto halten. Heute haben Sie diesen Verlust nicht mehr, das heißt, die Opportunitätskosten der Geldhaltung waren in der Vergangenheit, was den Zins angeht, also seit 3-4 Jahren etwa bei null. Es gibt aber noch andere Opportunitätskosten, wenn Sie Geld halten, das ist nämlich der Wertverlust durch Inflation. Vor Corona war die Inflationsrate moderat. Wir wissen jetzt noch nicht, ob der Anstieg der Inflationsrate, den wir jetzt sehen, dauerhaft sein wird, ob das zum Beispiel durch eine Lohnpreisspirale sich verfestigt. Aber wenn das der Fall wäre, dann entstehen plötzlich wieder Opportunitätskosten der Geldhaltung und Sie werden Ihr Geld schneller ausgeben, in welcher Form auch immer. Und sei es nur, weil Sie sich Konservendosen zulegen, die 5 Jahre halten, weil Sie wissen, dass wenn Sie die Konservendose in 5 Jahren kaufen, kostet es 20% mehr. Und wenn die Zinsen null sind, dann lohnt es sich, die Konservendosen jetzt zu kaufen. Ich denke, dass das eine Veränderung sein könnte, die wir sehen. Sicher ist das nicht, aber das könnte also eine Folge sein. Ja, warum sind die hohen Staatsschulden bislang kein Problem? Meine Damen und Herren, wir messen gerne die Staatsverschuldung an der Wirtschaftsleistung. Und da haben wir gesehen, dass das in vielen Ländern sehr hoch ist. Japan liegt schon bei 250%. Aber jetzt lassen Sie uns mal eine einfache Rechnung machen. Die 10-jährige japanische Staatsanleihe notiert leicht über Null mit einem Zins von etwa 0,1. Das heißt, wenn wir jetzt mal annehmen, Japan kann seine gesamte Staatsschuld zu 0,1% refinanzieren, stimmt natürlich nicht ganz, weil sie noch ein paar ältere Anleihen draußen haben, aber mal vereinfacht, dann wäre das ja, wenn es 1% wäre, wäre die Zinslastquote, 250% Staatsverschuldung gemessen am BIP und ich zahle 1% Zinsen drauf, dann muss der japanische Staat 1% der Wirtschaftsleistung, 2,5% der Wirtschaftsleistung an Zinsen bezahlen. Wenn wir bei 0,1 sind, dann sind es nicht mehr 2,5% der Wirtschaftsleistung, sondern nur noch 0,25%. Und das bedeutet, Geld ist so billig geworden, dass die Zinszahlungen im Moment kein Problem darstellen. Und Sie sehen hier die Entwicklung dieser Zinslastquote über den Zeitraum
Und obwohl die Staatsschulden in fast allen Ländern nach oben gegangen sind, sinkt die Zinslastquote. Das heißt, das Absinken der Zinsen hat sich stärker ausgewirkt als als der Anstieg der Schulden. So, und deswegen droht hier an dieser Stelle zunächst mal keine Gefahr, weil die Notenbanken auch weiterhin bereit sein werden, ihren Staaten entsprechend unter die Arme zu greifen. Folgen der Corona-Krise jetzt in Bezug auf Zinsen. Wir kommen langsam zum Ende und fassen zusammen. Staatsschulden sind noch höher. Die Ursachen für das Zinstief sind umstritten. Ich habe mal die Geldpolitik genannt. Es gibt aber auch Ökonomen, die sagen, die Geldpolitik ist nicht wirklich das Relevante. Viel relevanter sei die sogenannte säkulare Stagnation. Und damit wird gemeint, dass wir in den wohlhabenden Ländern eine zunehmende Überalterung der Gesellschaft sehen. Deswegen wird viel gespart. Das, was ich vorhin als Gegenwartspräferenz genannt habe, verliert an Bedeutung. Die Menschen sind gerne bereit, Konsum in die Zukunft zu verschieben, weil sie sich auch soweit materiell wohlfühlen. Aber sie sagen, irgendwann bin ich mal alt und wer weiß, ob das mit dem Rentensystem so klappt. Und das führt zu einem sehr hohen zu einem sehr hohen Ersparnissen, denen relativ wenig Kapitalnachfrage durch Unternehmen für Investitionen gegenübersteht. Ich denke mal, dass beide Effekte durchaus gegeben sind, aber dass diese massiven Anleiheaufkäufe und die Niedrigzinspolitik keine Auswirkung hätten und nicht doch sehr relevant sind, das glaube ich dann auch nicht. Also man kann davon ausgehen, dass beides eine Rolle spielt. Für viele Staaten wäre ein deutlich ansteigendes Zinsniveau nicht verkraftbar. Und das bedeutet auch, dass man Inflation erst einmal laufen lassen wird. Und zwar mit der Begründung, wir hatten jetzt zu lange eine zu niedrige Inflation. Die EZB hat ja jetzt das auch angepasst. Sie will im Durchschnitt 2% haben. Das heißt, wenn die Inflationsrate mal unterhalb von 2% war, was sie in Teilen vor der Corona-Krise und im Jahr 2020 war, dann hat die EZB signalisiert, dass es durchaus auch mal Jahre geben kann, wo die Inflationsrate drüber ist. Und das würde in diesem Gesamtkontext ja dann aus deren Sicht auch Sinn machen, damit sie nämlich nicht zu früh und zu stark durch Zinserhöhungen auf die konjunkturelle Bremse treten müssen. Selbst wenn es nach Corona, zum Beispiel wegen Neomerkantilismus, dass Länder also verstärkt wieder sagen, wir wollen die Sachen selber herstellen, das bezeichnet man mit Neomerkantilismus, zurückgehend auf die Wirtschaftspolitik im Frankreich Ludwigs des 14. Und auf heute angewendet, sagt man, der Neomerkantilismus. Das würde natürlich erstmal bedeuten, dass es auch teurer wird, wenn man Wertschöpfungsketten wieder zurückholt. Trotzdem würde ich nicht damit rechnen, dass es zu nachhaltig positiven Realzinsen kommt. Also all die Sparer, die sagen, wann kriege ich mal wieder so viel Zinsen, dass der Nominalzinssatz über der Inflationsrate liegt. Also das können Sie sich zu Weihnachten wünschen, aber Sie werden es aller Voraussicht nach nicht bekommen. Niedrigzinsen und sogar reale Negativzinsen und nominale Negativzinsen werden also noch länger bleiben. Man nennt es auch finanzielle Repression, wenn Sie also Geld herleihen und der Zins gleicht nicht mal den Wertverlust durch Inflation aus, dann nennt man das auch finanzielle Repression. Und Bargeld wird, wenn die Nominalzinsen weiter negativ bleiben, in vielen Bereichen im Fadenkreuz stehen, weil natürlich das Bargeld erlaubt, sich vor negativen Nominalzinsen zu schützen. Wenn Sie also auf Ihrem Konto Zinsen an die Bank zahlen müssen, wenn Sie über einem bestimmten Betrag sind, wird ja die Haltung vom Bargeld wieder attraktiv, aber Sie durchkreuzen damit das, was ja eigentlich mit den negativen Nominalzinsen beabsichtigt ist. Corona, weiteres Themenfeld ist Digitalisierung. Corona hat Defizite gezeigt.
Man wundert sich in anderen Teilen der Welt, dass bei uns Gesundheitsämter noch mit dem Fax arbeiten. Verwaltung und Unternehmen werden ihre Digitalisierungsbemühungen verstärken. Man kann an dieser Stelle vielleicht sogar den positiven Effekt dieser Krise sehen, den man natürlich gegen alle Kosten auch gegenrechnen müsste. Das Ganze war so ein richtiger Schub in Richtung Digitalisierung. Es haben jetzt eigentlich alle verstanden, dass wir das brauchen. Und man ist auch ganz schnell umgestiegen. Also wenn ich mir vorstelle, was wir an der Hochschule letztes Jahr im März in kürzester Zeit an der Stelle erreicht haben, wenn wir das unter Normalbedingungen versucht hätten zu erreichen, hätte es wesentlich länger gedauert. Aber wenn Sie auf einmal nicht mehr in den Hörsaal können, dann haben Sie eine ganz starke Neigung zu sagen, ja, wie geht's jetzt? Und da haben auch alle mitgezogen und das war sehr positiv. Deswegen auch im Bildungssektor ist eben das teils schon geschehen und wird jetzt auch seine Fortsetzung finden. In diesen Effekten könnte auch die große positive Wirkung von Corona liegen. Arbeitskräftemangel, der Aufschwung aktuell bremst, wird Digitalisierung auch vorantreiben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Nachrichten aus England hören. Da fehlen jetzt 50.000 Lkw-Fahrer. Gut, man fragt sich einmal, ich glaube, die Briten haben auch noch um die 2 Millionen Arbeitslose, warum man nicht aus 2 Millionen Arbeitslosen wenigstens 50.000 Lkw-Fahrer herausdestillieren kann. Natürlich muss man die dann erst ausbilden. Ein Grund ist ja auch, dass Fahrschulen in Teilen während Corona dicht waren. Das ist ja auch mit ein Grund. Ich meine, das Problem wird sich lösen lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch das autonome Fahren nochmal vorantreibt. Es keine Lkw-Fahrer gibt. Das ist vielleicht genau etwas, was in diese Richtung geht. Thema Welthandel. Corona-Krise hat Abhängigkeit, Verwundbarkeit gezeigt. Wenn wir plötzlich feststellen, oh, bestimmte Grundstoffe in der Arzneimittelversorgung, die haben wir selber nicht. Oder China schließt Häfen wegen Corona-Fällen und dann kommen plötzlich keine Schiffe mehr an. Das heißt, globale Wertschöpfungsketten werden auf den Prüfstand gestellt werden. Lagerbestände werden erhöht werden, aber man wird sich vielleicht auch überlegen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, in der EU irgendwo zu produzieren. Verknappung und Verteuerung von Rohstoffen zeigt sich ebenfalls an vielen Stellen und bremst den Neustart der Weltwirtschaft jetzt. Wenn man also hört, dass Opel für bis Weihnachten jetzt sein Werk in Eisenach schließt und nicht weiter produziert, weil nicht genügend Chips da sind. So, dann stellen sich da natürlich einige Fragen. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, Corona hat vermutlich geopolitische Rivalitäten, die vorher schon da waren, gestärkt. Und Handelspolitik ist nie frei auch von Machtpolitik. Das muss man ganz nüchtern sehen. Also wir in unseren ökonomischen Lehrbüchern, wir haben da die schönen Modelle und wenn es Arbeitsteilung gibt, wächst der Wohlstand. Ich bin auch davon überzeugt, dass das richtig ist. Aber es ist natürlich naiv zu meinen, dass Handelspolitik nicht auch machtpolitische Komponenten hätte. Und die spielen dann eben auch eine Rolle und dann wird eben nicht danach gefragt, ist es jetzt wohlfahrtsschädlich oder nicht, sondern dann wird das eben durchgezogen. Die Strafzölle, die Donald Trump auf chinesische Importe verhängt hat, die haben natürlich auch für seine Wähler bei Walmart so manche Ware teurer gemacht. Echt? Das ist völlig klar, aber dann, da ging es eben um den Gegensatz zu China und dann wurde das vorgenommen. Die Corona-Krise selbst hat eine disruptive Wirkung gehabt, doch weitere disruptive Ereignisse sind wahrscheinlich. Ich habe hier mal ein Schaubild mit reingebracht. Und zwar ist das eine Gefahrenanalyse des österreichischen Bundesheeres für Österreich. Der österreichische Rundfunk ORF, der hat darüber berichtet, auch auf seiner Website. Und man sieht hier ganz klar, dass eben auch Handelskonflikte als sehr wahrscheinlich gesehen werden. Der Antagonismus China-USA ist da
auch etwas, was als ein Ereignis, das wahrscheinlich ist im Eintreten, aber auch eine hohe Auswirkung haben wird, mit drin. Und ich denke mal, für uns sähe so eine Analyse nicht wesentlich anders aus. Das Gleiche gilt auch für Pandemien. Wir können eigentlich nicht davon ausgehen, dass das jetzt die letzte war, sondern dass sicherlich irgendwann wieder etwas Ähnliches kommt. Das heißt, die Grunderkenntnis ist, die arbeitsteilige Weltwirtschaft ist anfällig. Das hat man immer gewusst. Es gab immer solche Risikoszenarien und so weiter. Aber es ist halt, wenn es lange nicht brennt, dann kommen doch die Ersten die Fragen, brauchen wir eigentlich die Feuerwehr noch oder muss die Feuerwehr so groß sein? So, und wenn es dann gebrannt hat hinterher, dann kriegen sie sofort im Stadtrat die Zustimmung, dass man vielleicht ein neues Feuerwehrauto kaufen muss oder so. So, und so ist es hier auch. Es ist ein Bewusstsein entstanden für diese Anfälligkeit. Ja, und damit bin ich am Ende und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja. Naja, meinen Sie jetzt länderbezogen oder branchenbezogen? Ja, also da gibt es natürlich auf jeden Fall Unterschiede. Nicht, wenn Sie sich anschauen, der Luftverkehr, der ist natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, wo er 2019 gewesen ist. Viele sagen auch, das soll er ja vielleicht gar nicht, ne? Aber das dauert noch. Nach Amerika kann man, glaube ich, erst in ein paar Wochen wieder unkompliziert fliegen. Also da haben Sie, wenn Sie die Luftfahrtbranche nehmen, dass das viel langsamer anwächst. Und in der Gastronomie, da wären die Leute wahrscheinlich bereit hinzugehen, würden gerne hingehen und da fehlt es in Teilen an Personal. Das hört man oft, dann werden die Öffnungszeiten verkürzt oder ähnliches. Also es ist nicht überall gleich und dann gibt es aber auch Sektoren, die hatten auch schon mal wieder eine Auslastung, die lag sogar über dem von 2019. Also es ist, was die Branchen angeht, sehr ungleich, wie ja auch überhaupt die Folgen von Corona sehr ungleich sind. Nicht? Ich sag mal, wer als gut verdienender Angestellter im Homeoffice war und das vielleicht sogar als eine Art Sabbatical irgendwo betrachtet hat und bei anderen ist die Existenz weggebrochen. Die haben vielleicht ihr Geschäft verloren oder ähnliches, nicht? Also das ist sehr ungleich und so ist es auch zwischen Branchen. Genau, also dann eben wirklich dann diese ganz banale Frage, sind alle Chip-Hersteller jetzt an Corona gestorben oder was ist jetzt da quasi, kann man das wirklich auf Corona zurückführen oder sind da jetzt eben ganz andere, Sie hatten es ja angedeutet, dass da eben auch geopolitische Sachen da womöglich im Hintergrund laufen und man dann eben zum Merkantilismus zurück muss, weil eben, wie gesagt, geopolitisch da womöglich was ist. Und nur Corona, wie gesagt, Anlass, aber nicht Ursache war. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Ich kann das auch noch nicht final greifen. Ich glaube auch, das, was man in offiziellen Statements kriegt, ist nicht die volle Wahrheit. Also das Offizielle ist, ja, es fangen jetzt alle an zu bestellen und alle wollen produzieren und deswegen gibt es halt die Knappheit. Ich denke mal, es kommt hinzu, manche werden einfach auch mal mehr bestellen, als sie brauchen. Das ist der gleiche Effekt, den wir in England an den Tankstellen hatten. Ja, naja, genau. Also ich habe jetzt lieber mal einen höheren Bestand. Und dann kann es natürlich in der Tat auch sein, dass
manches vielleicht so gehandhabt wird, dass man versucht, die negativen Konsequenzen auf andere Länder abzuschieben, indem man für sich selber genug hat. Und das wäre das Stichwort Neomerkantilismus. Aber das zahlenmäßig greifbar zu kriegen, das ist ein bisschen schwierig. Brauchen denn Elektrofahrzeuge wirklich so viele mehr? Ja, sie brauchen vor allem halt ganz spezielle Chips, nicht? Sie können halt nicht jeden einbauen, sondern das sind spezielle. Und da kann es, man kann sich schon vorstellen, dass diese Erholung aus Corona da auch zu Engpässen führt. Aber ob das wirklich so stark sein muss oder ob nicht noch andere Faktoren drin sind, da geht Ihre Frage in die völlig richtige Richtung, wo man mal nachforschen muss. Aber ich kann es final nicht beantworten, weil wir da nicht die notwendigen Informationen immer kriegen. Ja, ich hätte eine Frage. Wir sind ja hier auf der Forschermesse, suchen ja nicht zuletzt nach jungen, neuen Talenten. Das sah heute Morgen auch schon sehr gut aus, drüben auf dem Stand. Das hat richtig Spaß gemacht, da wird es einem nicht bange. Und gleichzeitig suchen wir ja und viele andere Firmen auch nach Auszubildenden, Mitarbeitern und so weiter. Sie haben eben erwähnt, dass im Bereich der Gastronomie so viele Mitarbeiter fehlen. Mhm. Gleichzeitig ist es unglaublich schwierig, junge Leute zu finden, zumindest bei vielen Firmen. Und ich frage mich, vielleicht gibt es hier in der Runde eine Idee dazu, wo all die Leute und Arbeitnehmer geblieben sind. Die müssen ja irgendwas tun, die sind ja nicht weg. Wo sind die Leute? Was machen die heute? Und warum stehen sie für den Arbeitsmarkt dann offensichtlich nicht mehr zur Verfügung? Also in der Gastronomie, da gibt es ja Untersuchungen dazu. Die Arbeitsmarktlage in Deutschland blieb ja trotz des Anstiegs der Arbeitslosigkeit, auf den ich kurz eingegangen bin, gut. So auch im letzten Jahr. Und wenn jetzt das Restaurant, für das Sie gearbeitet haben, dicht macht, dann haben Sie, selbst wenn Sie gerne Kellner, Kellnerin sind, einen Anreiz, sich nach was anderem umzugucken. Und da haben die jetzt eben was gefunden, jenseits der Gastronomie, wo sie sichtlich besser sich aufgehoben fühlen, wo sie vielleicht auch andere Arbeitszeiten haben, eben nicht am Abend und so weiter. Das kann man ja durchaus verstehen. Und die Frage, die man halt stellen kann, ist, warum Gaststätten niemanden finden, wenn man noch so hohe Arbeitslosigkeit haben, die Frage könnte man natürlich stellen. Aber dass derjenige, der jetzt außerhalb der Gastronomie einen Job gefunden hat, der vielleicht besser bezahlt ist und bessere Arbeitszeiten bietet, dass der dort bleibt und dann nicht zurückkehrt, ist relativ nachvollziehbar. In Amerika haben sie sogar noch den besonderen Effekt, dass die Regierung Biden die Zahlungen an Haushalte, die keinen Job haben, deutlich erhöht hat auf $600 die Woche. Und das hat auch dazu geführt, dass viele aus dem Niedriglohnsektor nicht auf ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt sind, weil nämlich $600 im Monat macht 2400, $600 die Woche macht 2400 im Monat. Und dadurch hat die Regierung indirekt Unternehmen im Niedriglohnsektor gezwungen, die Löhne anzuheben. Ja, also das ist jetzt ein Effekt für die USA, der ja auch sehr raffiniert ist. Es gibt ja nicht ein Arbeitslosenversicherungssystem wie bei uns und deswegen waren viele auf diese Zahlungen angewiesen, aber indem die Regierung die zeitlich verlängert hat und im Betrag erhöht hat, hat sie ja quasi eine Einkommensalternative zur Erwerbsarbeit geschaffen. Und jetzt müssen Arbeitgeber mit dieser Alternative konkurrieren, solange es sie gibt. Und das führt zu Lohnerhöhungen und treibt natürlich auch in den USA die Inflationsrate. Ja, nur scheint es in Deutschland ja, ist ja weniger attraktiv. Ich bekomme nicht $2400 pro Monat für, ich bleibe lieber zu Hause. Hier ist sicherlich schwierig. Es sind halt auch so viele Mitarbeiter, also Gastronomie, Hotels, da merkt man das ja auch, gehen Sie mal in ein Hotel und fragen sich mal, wo sind eigentlich die Leute von vor 2 Jahren geblieben? Das sind jetzt vielleicht andere oder keine. Das ja. Sind sehr viele, die müssen ja irgendwo, müssen die ja trotzdem sein, die sind bestimmt nicht alle zu Hause, oder? Nein, ich sage, die sind in anderen Branchen. Ja, da frage ich mich,
dann müssen die Arbeitsplätze in anderen Branchen ja auch irgendwo hergekommen sein. Sind denn so viele neue Jobs entstanden in der Zeit der Pandemie, dass die Leute alle einen neuen Job gefunden haben? Das ist mir ein bisschen schleierhaft. Eben. Ja, also neben dem, was Corona bedingt ist, kommt natürlich genau dieser demografische Wandel auch mit dazu. Es kommen einfach unten auch weniger junge Leute nach. Und Sie haben ja gesagt, Sie suchen dringend Auszubildende und so weiter. Da, ne, da kommen weniger nach. Und dann kommt halt noch mit dazu, dass natürlich viele der Meinung sind, man muss studieren. Das finde ich als Hochschullehrer auch gut. Aber diejenigen, die diesen Weg gehen, interessieren sich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Ausbildung, obwohl man heute beides kombinieren könnte. Man könnte Ausbildung und parallel schon Hochschulstudium machen, hätte dann das gute deutsche Ausbildungssystem, das duale genossen und hat mit Anfang 20 bereits einen Bachelor, wenn man das gleich nach dem Abitur kombiniert beginnt. Also wir als FOM bewerben genau auch so etwas. Aber ich teile die Einschätzung hier, dass sich eben auch der demografische Wandel hier klar zeigt. Also im öffentlichen Dienst ist sehr viel Personal aufgestockt worden, gerade aufgrund der Fallbearbeitung und der Digitalisierung, die so stark vorangetrieben wurde. Das Landratsamt in München hat zum Beispiel Personal im zweistelligen Bereich, im dreistelligen Bereich aufgestockt. Das heißt, innerhalb von einem Jahr haben wir 250 Mitarbeiterinnen mit ins Boot geholt, ausgebildet und eingesetzt in verschiedenen Sektoren. Erstens Digitalisierung und zweitens halt eben auch die ganze Fallbearbeitung. Also sieht man, dass der öffentliche Sektor nur in unserem Kreis schon einiges an Menschen, die woanders weggefallen sind, schon aufgenommen hat. Ja. Danke. Hier ist noch eine Frage und ich denke, dann können wir auch abschließen. Ja, Sie haben von den Wertschöpfungsketten gesprochen, die in vielen Bereichen global ausgelegt sind. Und es hat sich eben in dieser Krise auch gezeigt, dass das zum Teil also wieder stark hinterfragt werden muss. Wenn man allein daran denkt, dass es vor einem Jahr bei uns keine einfachen Produkte wie Masken gab und als die erste Ladung mit Schutzmasken aus China am Flughafen ankam, sogar unser Herr Ministerpräsident zum Flughafen gereist ist. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Da zeigt sich doch, irgendwas stimmt also in dieser Globalisierung nicht mehr. Die Frage, wird man bei uns aus strategischen Überlegungen heraus wirklich auch so Thinktanks kreieren und schaffen, die das alles untersuchen und dann auch wirklich also sagen, hier und da muss man diese Wertschöpfungsketten, die wir bislang hatten, die können wir so nicht aufrechterhalten. Unabhängig natürlich von dem ganzen Energieverbrauch, der damit zusammenhängt, CO2 und Ähnliches und Klimaschutz und Klimakrise, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen. Wir müssen doch in der Lage sein, als hochindustrialisiertes Land einfach Produkte auch bei uns wieder herzustellen. Und wenn man es nicht gemacht hat, aus Kostengründen, so eine Produktion innerhalb kürzester Zeit aufzubauen. Andernfalls ist das ja wirklich ein Armutszeugnis für unsere Volkswirtschaften. Ja. Also die Thinktanks, die muss man nicht schaffen. Die gibt es natürlich schon und da wird auch drüber gearbeitet. Würde jetzt allerdings, Sie haben es jetzt sehr negativ dargestellt, Armutszeugnis und so weiter, ist in Teilen sehe ich es auch so, aber jetzt will ich doch mal sagen, die Maskenproduktion, die lief dann sehr schnell an. Also wenn Sie unter anderem an Trigema und andere denken, die haben relativ schnell damit begonnen, das zu produzieren. Aber ich glaube, die Masken sind da gar nicht das Entscheidende. Zum Beispiel chemische Grundstoffe und Ähnliches, was da sein muss. Und ich glaube, dass da auch etwas geschehen wird und die Unternehmen haben schon Eigeninteresse dran, weil
wie gesagt, es ist wie, wenn es lange in der Stadt nicht brennt und dann brennt es plötzlich und dann sagt man, ja, die Feuerwehr ist eigentlich ganz wichtig. Und so wird es jetzt auch hier sein. Man wird die Lagerhaltung erhöhen und man wird auch sicherstellen, dass bestimmte Dinge zumindest innerhalb der EU produziert werden. Das sehe ich auf jeden Fall als eine Folge. Gleichzeitig möchte ich aber auch doch deutlich machen, dass nach meinem Dafürhalten per Saldo die Globalisierung der letzten 30 Jahre, wenn wir also sagen ab 1990, auch Ende des Ost-West-Gegensatzes, China integriert sich immer stärker in die Weltwirtschaft, ja doch auch ein Erfolg ist. Also für mich ist der Wohlstandszuwachs in China bei allen Problemen, die es ökologisch gibt, aber unterm Strich ist für mich ja etwas Positives. Und der hing natürlich ganz stark auch von internationaler Arbeitsteilung ab. Und wenn Sie jetzt, wenn wir mal an Afrika denken, wenn Sie dort etwas verbessern wollen, dann wird das nur ganz stark auch über Arbeitsteilung mit Afrika funktionieren. Klar, wir müssen uns anschauen, wenn die Containerschiffe für Umweltverschmutzung sorgen, kann man ja sich alles anschauen. Auch da gibt es technische Innovationen. Aber eine generelle kritische Sicht auf internationale Arbeitsteilung und die Meinung über Neomerkantilismus wird die Welt besser, die teile ich nicht. Aber es gibt die Leute, die das in der Tat so sehen und es wird die Debatte der Zukunft werden. Beziehungsweise wir haben halt jetzt einen Bilateralismus und einen echten Multilateralismus, dass man eben nicht nur in China produziert und alles sich auf einen Produzenten dann konzentriert. Das wird halt weg sein. Und das habe ich aber jetzt zum Beispiel zufälligerweise durch Bekannte mitbekommen, dass zum Beispiel eben das T-Shirt wird eben nicht in China produziert, weil es eben inzwischen teilweise in Litauen auch billiger ist, wieder zu produzieren. Also die Märkte reagieren normalerweise schon auch und erkennen, ach, es muss nicht immer nur in China sein. Und es gibt ja, oder es gibt eben 90% der Welt, die eben auch entsprechend produzieren könnte, wenn man sie ja. Okay, ich an dieser Stelle sage ich ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und wünsche Ihnen weiter guten Verlauf der Wissenschaftstage in München. Vielen Dank.